Der Löwe von Judäa und seine dienenden Söhne. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Januar 2010 von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für jene, die der Herr sendet und für all jene, die Ohren haben und hören. Meine Söhne, eure Dienstzeit ist viel näher, als ihr denkt, sagt der Herr. Doch anderen wird es erscheinen, als ob es sich verzögert, denn sie sind nicht ganz wach. Ihre Augen bleiben verschlossen und ihre Ohren hören nur dumpf. Doch für euch kommt es schnell. Denn ihr habt von mir erbeten und ihr bleibt willig. Ihr habt mich mehr geliebt als eure Kollegen, immer bemüht, mich zu kennen. Schaut, ihr werdet mich kennen. Ich komme schnell und in jedem von euch werde ich ganz zu wohnen kommen. Nie mehr werdet ihr betteln, nie mehr werdet ihr bitten, noch werdet ihr weiterhin stolpern. Schaut, an jenem Tag werdet ihr sicherlich singen, denn das Feuer meines eigenen Geistes wird in euch errichtet sein, und ihr werdet hell in Flammen stehen. Mit der Hitze und Leuchtkraft der Mittagssonne sollt ihr für mich scheinen, denn ich werde in euch offenbar sein, und wie ich wandelte, so werdet ihr wandeln. Was ich tat, werdet ihr ebenfalls tun. Und wie ich verfolgt wurde, so werdet ihr gehasst werden. Habt keine Angst, denn genauso wie kein Mensch mich aufhalten, noch eine Hand an mich legen konnte und auch keiner in der Lage war, mich an sich zu reißen, so wird es mit euch sein. Auch war kein Stein in der Lage, mich niederzuschlagen, bis ich mich selbst aufgab. Und so wird es auch mit euch sein. Denn ich bin der Herr, und wer kann meinen Willen ergreifen? Wer kann die Zeiten und Zeitabschnitte ändern, die ich innerhalb dem Ratschlag meines eigenen Willens halte? Schaut, ich habe euch von der Welt getrennt, und schaut, ich werde euch in die Welt zurücksenden, genauso wie ich in die Welt gesandt wurde. Und wie ich von dem Vater kam und gesandt war, so werdet ihr auch gesandt sein, als eines, das von mir kommt. Ihr seid gesandt, um jene zu hüten, die zu mir zurückkehren, und jene zu warnen, die untergehen, jene, die sich von mir entfernt haben. Ihr seid gesandt, um meine in der Schlacht verletzten Schafe zu heilen, und das Böse zurechtzuweisen, beide, das Sichtbare und Unsichtbare. Schaut, ich habe euch die Autorität gegeben über alle, die versuchen, euch zu schaden, denn ihr seid meine Gesalbten. Ihr werdet auch Hirten sein und die Herde der Schlacht segnen, denn dies ist mein Wille. Doch versteht dies, wie ich gesandt war und litt, so werdet ihr gesandt werden und leiden. Außer dies, ihr werdet nicht als Opfer gesandt, denn dies ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ihr seid gesandt, um auszuharren, um meines Namens willen, um eine große Ernte einzubringen, um die Trompete auf der ganzen Erde zu blasen und um meinen Weg vorzubereiten, um zu demütigen und hochzuheben, um zu verfluchen und zu segnen, um die Nationen in meinem Namen zu schlagen. Ihr werdet das Überbleibsel zum Ort führen, den ich für sie vorbereitet habe, damit sie verborgen werden können vor dem Gesicht von ihm, der danach strebt, sie zu verschlingen. Ja, ihr werdet all diese Dinge tun, und große Menschen werden zittern, und mächtige Menschen werden vor euch fliehen. Seht, auch starke Menschen werden in Tränen ausbrechen. Könige
werden euch unterworfen werden aufgrund meiner Worte, die ich euch veranlassen werde, zu sprechen. Ja, ihr werdet all diese Dinge tun, ich in euch. Ich werde sie rasch durch euch ausführen. Und in meinem Namen werden sie getan werden, veranlassend, dass mein Name unter meinen Leuten widerhallt. Ja, er wird auf der ganzen Erde widerhallen und veranlassen, dass die Furcht vor dem Herrn über alle Menschen kommt. Dann, unabhängig davon, ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen werden, werden alle, von dem Kleinsten bis zum Größten, wissen, dass ich der Herr bin und dass es keinen anderen gibt. Schaut auf, ich komme schnell. Schaut, ich bin schon hier. Ich bin mit meinen Leuten, euer Gott und euer Diener, eure Zuflucht und eure Kraft, die Liebe eurer Herzen. Yahushua ist mein Name. Rühmt mich, denn die Zeit ist gekommen, dass die Hand des Vaters bekannt gemacht wird und seine Macht sich offenbart. Ich bin gekommen, der Löwe von Judäa ist herausgekommen aus seinem Ort, um zu richten und zu strafen, um zu läutern und hochzuheben, um auseinanderzubrechen und aufzubauen, um zu verbrennen und wiederherzustellen, um zu erfüllen und zu vollenden. Denn der Tag des Herrn ist gekommen. Schaut, er ist vor der Tür. Der große Tag ist sehr nahe. Und schaut, der neue Tag kommt schnell, wo die ewigwährende Gerechtigkeit hereinkommen wird. Wo der rechtmäßige König regieren wird, mit euch, den Auserwählten meines Herzens, in meine Freude und meine Ruhe eintretend. Denn ich werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Unzählbare Tage, Leben ohne Ende, ewig währendes Lob.